So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde PvP Action. Wir sind in Auge des Sturms angekommen und wollen mal schauen, ob der größte Teil zur Mitte läuft und versucht die Flagge einzunehmen oder ob wir strategisch wichtigere Entscheidungen getroffen bekommen, die vielleicht effizienter wären, als in die Mitte zu gehen, und es gibt kein Hin und Her bewegen. Also wir gucken mal, wie das jetzt auf jeden Fall gleich laufen wird. Ich sehe schon mal, der größte Teil macht sich alle Ehre und tut genau das, was sie tun sollen. Finde ich ja nicht schlecht. Und ich akzeptiere es. Es soll so sein. Gott hat es so gewollt, dass die Allianz immer wieder denselben Fehler macht. Und ich kann damit leben, dass sie scheinbar nichts aus diesen Fehlern, die wir schon mal im Auge des Sturms des öfteren Mal getroffen haben. Die haben nichts gelernt. Ja gut, aber nichts dran ändern. Wir schauen mal, ob wir vielleicht die ein oder anderen Personen dazu kriegen, vielleicht mit mir mitzukommen. Und den ein oder anderen Putsch dann zu starten auf der anderen Seite. Ich bin immer noch so der Fan der Blutelfenturms, ne? Da wollen man vielleicht probieren, irgendwie was einzunehmen. Zwar sind da momentan ziemlich viele Verteidiger, aber den einen könnte ich eigentlich einnehmen. Dann gehen wir auf jeden Fall mal los. Schauen wir mal, ne? Lieber hier so ein bisschen was probieren, als da nur rumstehen und gar nichts machen. Davon, oh, guck mal, Totenfluch! Totenfluch hat verstanden, wie das Ganze funktioniert. Auch wenn die jetzt den Punkt wahrscheinlich noch bekommen werden. Immerhin haben wir erstmal punktetechnisch ein klein bisschen Vorsprung abbekommen. Das ist doch schon mal was. Die Leute verstehen, es gibt wenigstens, nicht alle sind so dumm, ne, muss man auch dazu sagen. Einige Leute verstehen wenigstens, worauf es im Leben ankommt. Ist doch schön. Muss ich echt sagen. Finde ich schön. Ich weiß vor allen Dingen nicht, warum der hier nur so rumsteht. Ist der AFK? Finde ich geil. Er ist ein bisschen zu spät. Kuppel, ist zu spät. Ist zu spät, Mann. Ist zu spät. Flieh du nach. Ich werde fliehen. Er will aber nicht fliehen. Ja gut. Du. Wir können das gleich nochmal von vorne machen. Hier ein bisschen so Damage over Time, wie man das so schön nennen würde. Oh. Netter Versuch. So, gehört mir. Ich versuche das erstmal so weit einzunehmen. Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen, weil der wird gleich wieder respawnen. Wenn ich Pech habe, ist er gleich schon wieder am Start und fuckt mich schon wieder bis zum geht nicht mehr. Aber mit einem zweiten Jäger am Start sollte ich eigentlich gleich das nicht mehr dieses Problem haben, dass wir hier irgendwie ums Überleben kämpfen. Guck mal, der Totenfluch, der hält sich. Sehr gut. Alter, krasser Typ. Ich hätte jetzt gedacht, der verreckt, aber der lebt immer noch. Harter Mann, harter Typ. Finde ich auf jeden Fall nice. Auch wenn jetzt die Horde die Flagge hat. Das bringt ihnen theoretisch überhaupt nichts, weil wir müssten jetzt eigentlich das Ding in die neutrale Ecke gleich befördern. Ja, es ist ja in der neutralen Ecke. Ja, viel Spaß, Horde. Irgendwie sich vor und nach, irgendwie überhaupt nicht bewegen zu können. Da werden wir gleich definitiv gleich vorgreifen. Ah, sehr schön. Sehr, sehr gut. Das ist ja mal mega gut. Ich lasse ihn so die Illusion, dass der nur alleine ist. Ja, Nee, Kumpel. Kumpel. Du hast dich dazu entschieden, steh zu dieser Entscheidung, du kleiner Maram. Du kleine Made. So, wir gehen definitiv auf Nummer sicher und hier lassen uns hier zaubermäßig ein bisschen abdecken. Ah, komm schon. Krieg ich noch. Sehr gut. Yo, thanks man, appreciate it. Und jetzt wieder zurück zur eigentlichen Mitte. Nein. Ja, aber ich habe eine Heilerin bei mir, geil. Das nenne ich mal richtig 360 Turnaround hier. So, dankeschön. Ich hau ab. Yo, see ya, Leute. Yo, ich wink euch nochmal allen zu. Yo, geile Leute, geile Menschen. Ich bin mal weg. Dass sie vor allen Dingen durchkommen. Das ist schon wieder so das Witzige an der ganzen Sache, Alter. Da hat die Allianz gerade wirklich nichts beigetragen, dass wir die Flagge wieder erobert haben, sondern ich und die Heilerin, wo wir uns zusammengetan haben, da haben wir gut was bewirkt. Und ja, okay, gut. Das nenne ich mal einen unerwarteten Start ins Spiel. Vor allen Dingen der Blutelfenturm ist sogar gesichert. Guck mal, ich hab als einziger Mensch, ohne mich jetzt hier wieder in die Schulter zu packen und mir hier so zu patcheln, wie ich gut, dass ich das gemacht habe. Aber wir haben immerhin den Turm eingenommen, wir haben die Flagge eingenommen. Und das alles nur durch eine einzige strategische Entscheidung, die ich getroffen habe. Und es war, nach vorne zu gehen und einen Putsch an dem Blutelfenturm zu probieren, der sogar durchgegangen ist. Wer hätte das gedacht? Ja, so funktioniert das. Vielleicht könnte sich mal die Allianz ab und zu mal ein Stück davon abschneiden. Und vielleicht mal auch so taktiermäßig was werden. Aber nein. Deswegen.
müssen wir immer mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht schauen, was das eine oder andere für uns offen hält. Wir werden auf jeden Fall nicht die Flagge abgeben, ich bin nicht dumm, ja. Das sind alle Menschen in der Mitte, keiner von uns gammelt mehr in der Mitte. Nur zwei Leute, der größte Teil ist auf Defen aus, finde ich auch gut so. Drei Personen, einige sind auch noch da und verteidigen die Blutelfenturm, sollen sie machen. Ich hab da den Weg geebnet, die müssen den Rest machen. Ich bleib hier einfach nur stehen, chillig und warte darauf, dass man irgendwann mal versucht, mich anzugreifen und werde dann die Flagge dementsprechend abgeben, wenn ich merke, ja, dass es hier für uns nicht mehr weitergehen wird. Aber nicht schlecht, sehr gut. Wir haben wenigstens was geleistet, wir haben wenigstens was taktisch geschafft. Guck mal, sogar mit zwei Kills, einer der mit am vordersten Stelle. Wir haben zwar wieder den Turm verloren, aber den Punktevorsprung, den wir uns dadurch aufgebaut haben, das können sie uns so erstmal nicht wieder wegnehmen. Das ist doch schon mal fantastisch. Vor allen Dingen, dass da wieder jemand hinten am Teufelsherrscher-Turm rumgammelt und wieder... Ah, das mag ich, das mag ich. Zwar sind 80% der Spieler dumm und gehen nur in die Mitte und klatschen sich einfach die Fresse weg, aber es gibt immer noch so die ein oder anderen Ausnahmespieler, die wissen, was zu tun ist oder was man tun sollte, um hier mindestens den Sieg für unser Team dahin zu bringen, wo es hingehört. Finde ich schön. Ja, wir können eigentlich an der Stelle können wir selber nicht wirklich großartig viel tun. Ich würde ja gerne irgendwas Taktisches hantieren oder irgendwie was probieren. Nur leider kriegen wir hier in der Situation erstmal nichts hingeschissen. Wie gesagt, wir müssen erstmal warten, bis der größte Teil vielleicht der Horde sich aus der Mitte zurückgezogen hat. Danach könnte man sich eventuell dazu herablassen, mal den Punkt abzugeben, sodass sie dann den Rest wieder einnehmen. Aber momentan sieht das für mich noch gar nicht so danach aus, dass man es machen sollte. Das sieht für mich momentan noch nach gar nichts aus. Wobei, der größte Teil ist natürlich in der Mitte und klatscht sich weg. Das ist mir aber noch zu unsicher. Das ist mir noch viel zu unsicher. Ich warte lieber auf meine Sternstunde. Man darf ja nicht vergessen, ich krieg ein bisschen ordentlich was aufs Maul jetzt, wo ich ein bisschen Flaggenlast drauf habe. Aber nichts ist das, was wir hier nicht eben schnell mal wegrasiert bekommen. So, tschüss. Was? Ich habe gesagt, Sie dürfen jetzt sterben, Mr. Anderson. Will er nicht? Oh, will er nicht, gibt es hier nicht. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. So, Kollege, auf Wiedersehen. Erstmal Pepsi trinken, wie man so schön sagen würde, und abwarten und Tee trinken, ne? Bis sich die Horde mal eventuell dazu herablässt, hier irgendeinen Move zu tätigen. Irgendwas müssen sie ja machen, weil von Punkte her können sie nicht mehr aufholen. Flagge, wenn ich die Flagge abgebe, haben wir nochmal einen hervorragenden Punkteboost. Deswegen, fürs Erste sollte ich hier weiterhin chillen und nichts machen. Das ist so für uns das Beste, was wir daraus ziehen können. Wie viel Flaggenlast haben wir? 10. Okay, langsam kommen wir so an die kritischste Stelle an. Bei DKs würde ich mich ganz bisschen zurückziehen, sodass ich hier nicht aufgegriffen werden kann. Das wäre nämlich beschissen, wenn wir gleich aufgegriffen werden. Oh, jetzt müssen wir eigentlich nur abwarten und schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Einige sind wieder in der Toffel-Hedger-Ruine und versuchen, das wieder einzunehmen. Ich würde ja natürlich, wenn ich gleich die Flagge abgebe, wieder zum... Da wollte mich jemand hier so hinterhältig von hinten angreifen. Was für eine Lusche. So, ja, du kannst dich gerne heilen und so, aber das bringt dir auch nicht, nicht? Vergiss nicht. Ich kann mich auch heilen, falls es dir nicht aufgefallen ist. Oh Mann. Ja, jetzt weglaufen. Nee. Weglaufen gibt's nicht mehr. Jetzt wirst du sterben, Kollege. So, erstmal weghauen. Und aufpassen. Sehr, sehr gut. Teufelsetscher-Ruine haben sie, glaube ich, sogar mit eingenommen. Sieht jedenfalls so danach aus, als hätten sie das Ding da auch eben schnell. Ja, gut. Jetzt wäre vielleicht der Moment abzugeben. Jetzt wäre definitiv der Moment da, um abzugeben. Mehr sollte ich eventuell. Ich sollte nicht mein Glück herausfordern. Das war schon ziemlich hart an der Grenze, was ich hier gemacht habe. Das war schon ziemlich hart an der Grenze. Vor allen Dingen jetzt, wo wir den Teufelsetscher-Ruine noch mit eingenommen haben, können wir uns jetzt ja auch leisten, das Ding hier abzugeben. Weil jetzt wird sich die Horde hoffentlich darauf fokussieren, den Teufelsetscher-Ruine wieder zurück einzunehmen. Und das müsste dann wieder unsere Gelegenheit sein, in der Mitte durchzusetzen. Und da vielleicht irgendwas so möglich zu machen, an den Punkten her. Das wäre auf jeden Fall gut. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ah, aber nicht so. Nicht so. Nicht so. Ich meine, die eine Flagge, meinetwegen, können wir abgeben. Aber das ist genau der eine Grund, warum ich nicht schon so frühzeitig abgeben wollte. Weil ich wusste, genau so und nicht anders wird das irgendwie enden. Fuck.
Ja, abwarten und Tee trinken. Aus diesen einer Flagge bekommen sie nicht wirklich viele an Punkte raus. Da sind wir mit unseren 3 Punkten und ein bisschen Flaggenvorsprung deutlich besser aufgestellt. Hm. Ja, aber wenn sie jetzt die ganze Zeit aus der Mitte her die ganze Zeit die Flagge ziehen, dann wird es ein bisschen kritisch. Dann kann es echt gefährlich werden. Dann kann es echt gefährlich werden. Müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen. Wäre gut, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie wieder die Flagge hier exekuten und dann uns wieder zurückziehen wie gerade eben und dann eigentlich nur noch das Hinhaltespiel machen. Das gute alte Hinhaltespiel. Das müsste dann eigentlich funktionieren. Ja, guckt euch das an hier. Wir haben den größten Teil der Leute am Start. Ja, guck mal, da hat sich einer die Flagge geschnappt. Perfekt. Eigentlich nur noch hinhalten und das war's. Ich werde mich so gar nicht sogar in den Kämpfen so ein bisschen... Ja, doch, obwohl. Ein bisschen der KD schadet das nicht. Wir haben hier viel zu lange an der Defense gesessen. Ah, nein! Ja, okay, ich hätte den Goblin-Gleiter aktivieren können, aber der wäre mir ein bisschen zu schade dafür. Der war mir ein bisschen zu schade dafür. Ich will lieber in den Teufelshatcher-Ruinen spawnen, dass ich da eventuell zurück Backup leisten kann, damit wir den dritten Punkt hier weiterhin kontinuierlich halten können. Weil das sieht gerade nicht so gut aus. Totenfluch ist da mit als einziger dran, der stirbt. Ach nein, das ist er nicht. Wo ist er überhaupt? Ach da! Hat sich hier bei mir in meiner Leiste versteckt. Der kleine Typ, aber sehr gut. Mit einer der guten Spieler, muss man auch schon dazu gesagt haben. So, den Heiler fokussen wir gleich mal weg. So. Oh, sehr gut. Sogar aus der Sichtlinie von jedem anderen Motherfucker auch. So, du bist jetzt gerade da, wo dich niemand... wo dir niemand irgendwo helfen kann. Wo du komplett auf dich alleine gestellt bist. Ja, okay. Jetzt läuft sie zwar wieder so rein zu der ganzen Meute, aber davor war sie wirklich auf sich allein gestellt. So, wir müssen das Ding jetzt nur irgendwie so lange wie möglich halten. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber... sei es drum. Wir haben genug Punkte Vorsprung aufgebaut. So, weg mit der alten, Alter. So, 5 Sekunden Stun, das müsste es jetzt doch eigentlich für dich gewesen sein. Haut die weg, die Olle. Haut die weg. Ah, da kommen noch zusätzliche Heilungen drauf. Das ist nicht nur sie, die sich heilt. Da kommen noch andere Heilungen dazu. Das ist natürlich schlecht. Das wird ein bisschen dauern, bis wir die bearbeitet haben. Aber die ist schon ziemlich kritisch. Noch ein bisschen. Da fehlt nicht mehr viel. So ein Stun vielleicht noch, um da ein bisschen das Schicksal zu besiegeln. Komm schon. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, das wäre es gewesen. So, jetzt ist die nächste Nervensäge dran. Ja, zieht euch mal am besten zurück, ihr Assis. Wir müssen das auf jeden Fall halten. So gut es geht. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja versuchen, sein Bestes zu geben. Ah, komm schon. Mindestens noch den Heiler hier mit mir in die Hölle nehmen. Das schaffen wir doch noch. Wo ist er denn? Da hat er sich verschanzt. Ah, krieg ich nicht mehr. Ah, scheiße. Komm! Drecksack, Drecksack. Oh, Mann, ey, scheiße. Ja, egal. Das ändert zwar nichts an der Ausgangsbasis, aber ich hätte ihn trotzdem gerne noch mindestens fertig gemacht, ey. Scheiße, da hat er sich noch gerettet, dieser Drecksack. Scheiß dann. Ja, das ist egal. Totenfluch, wir haben alles richtig gemacht. Du hast die Teufelshatcher-Ruine aufgemischt. Ich habe den Blutelfenturm aufgemischt. Und das war's. Mehr konnten wir in der Situation nicht machen. Und ich glaube auch, wir haben das Beste für unser Team da herausgezielt. Zwar muss man sagen, dass es hier wieder nicht so die Leistung der Allianz im Allgemeinen war, sondern nur von den einzelnen Personen, jetzt nicht mal mich mit einbegriffen, aber wirklich nur so die Einzelperformance, die uns gerade so das Spiel wieder gerettet hat. Weil ich kann euch zu 100% versichern, hätten wir nicht die ein oder anderen Spieler gehabt, die ein bisschen smarter gespielt haben, als nur in die Mitte gehen und versuchen, die Flagge zu holen, dann hätte das anders ausgesehen. Dann hätte das deutlich anders ausgesehen. So ist das schön und so ist das auch ein verdienter Sieg für uns. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see ya, Leute.